Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja? Was? Ja, mit dir möchte ich gerne sprechen, wegen den Speicherlaufwerken und so, ne? Ich habe diese Speicherlaufwerke, die du haben wolltest. Oh, das ist super. Danke. Nur die zwei? Wirklich? Ich dachte, es wären drei. Gibt es ein Problem? Hab geschafft, was ich konnte. Verschlossene Kiste. Bezahl schon. Na, verschlossene Kiste. Mir ist eine Kiste aufgefallen, die ich nicht aufbekommen habe. Vielleicht ist das Letzte da drin. Hast du einen Schlüssel? Schlüssel? Kiste? Ich weiß nicht. Weißt du was? Die zwei Dinge reichen auch. Nun, du hast deinen Teil erledigt, also erledige ich meinen. Danke, dass du mir die beschafft hast. Gerne. Aha. Schlüssel? Merkwürdig, ha? Das alles irgendwie, ja. Gut, das hätten wir. Als nächstes werden wir was denn machen, um genau zu sein. Ich dachte mir, bevor wir, oder wir können die vielleicht gemeinsam noch mitmachen, mit dem Ketzer und was Atom verlangt, würde ich gerne vorher machen, weil allein schon das Land reinigen ist schon wieder so eine Quest, wo ich mir denke, oh Backe, weil wir müssen da die Kinder des Atoms vernichten und die Verteidigung von Far Harbor lahmlegen. Ja. könnte spannend werden, doch zuerst würde ich sagen, werden wir das mit dem Ketzer machen. Danach, oder zeitgleich eben, was Atom verlangt, kombiniert mit, ich würde sagen, das hier vielleicht. Reformation. Schauen wir einfach mal. Ich werde versuchen, die Schiffsbrecher-Funkfrequenz da mal einzustellen. Akkadische Ideale. Sehr gut. Wir hauen die mal ab. Oh. Kasumi können wir auch quatschen, ne? Da war ja auch irgendwas, oder? Habe ich voll vergessen. Wurscht, machen wir das jetzt mal. Wird hoffentlich noch gehen. Ach, das war optional, glaube ich, ne? Dann hätten wir mal einen Stunk losgelassen, wahrscheinlich. Und da wollte ich ja mit Dima sprechen. Ja, das sind schon altbacken, glaube ich. Gut, also. Wir suchen mit dem Radio, glaube ich. Radio Freedom. Das gibt bis hier. Schiffsbrechersignal. Das da. Das können wir nebenher dann wahrscheinlich laufen lassen. Keine Ahnung, ob wir da... Wahrscheinlich müssen wir da bei einer bestimmten Stelle sein. Was haben wir denn da? Zeigt dem Hohen Beichtvater die Ikone. Ja, untersucht den heiligen Ort. Untersucht heiligen Ort. Was haben wir da? Da ist nur markiert, ne? Sonst nix. Ist da sonst irgendwas? Na, ne? Ja, dann würde ich einmal vorschlagen, wir porten uns wieder hier hin. Suchen diesen Beichtvater. Da haben wir eh ein bisschen was zum Quatschen mit ihm. Und, oder wir werden zuerst die Ketzerin machen. Machen wir zuerst die Ketzerin. Machen wir die zuerst platt oder helfen sie zur Flucht, wie auch immer. Wir werden sehen, was wir machen dürfen. Ich höre persönlich auch viel Flucht. Ich mag die Kinder des Atoms nicht so wirklich. Das sind für mich irgendwie so Sektenspinner, ich weiß auch nicht. Ja, da haben wir wieder schönstes Wetter. Atom ist mit uns. Amen. Was? Das heißt, wir werden die Ketzerin suchen. Das heißt, hier zuerst. Da kann ich jetzt aber, glaube ich, keinen Mark stellen. Kein Mark. Nicht. Oh, und Level Up haben wir auch. Oh, was lernen wir nicht schlecht? Was lernen wir denn heute? Aha, sie brechen beim Licht mehr. Und du kannst alle Schlösser einfach knacken. Das wäre aber auch nicht schlecht, oder? Nie gesperrt, wenn der Versuch misslingt. Nuklearphysiker. Können wie tödliche Granaten aus der Powerrüstung ausgeworfen werden und Fusionskerne halten doppelt so lange.
Ah, das wäre auch nicht schlecht, aber ich bin ehrlich gesagt, mich würde das hier schon reizen. Mich würde aber auch der Schmied verdammtigst reizen. Aber ich glaube, Schloss knacken ist dabei nicht so doof. Oder doch lieber zuerst. Hier mit den Fusionskernen. Ich nehme die Fusionskerne zuerst. Wir gehen immer mit der Powerrüstung durch die Gegend. Nehmen wir das zuerst. Das Schloss knacken geht eh nicht so schlecht. Und wenn wir einen Schlüssel brauchen, brauchen wir eben einen Schlüssel. Das geht auch nicht anders. Na gut. Oh, rück. Stimmt, ich wollte noch was machen. Ich bin jetzt voll falsch. Entschuldigung, das Inventar ist ja schon zum Treten voll bei uns. Ah, wird schon passen. Ich wollte nur schnell unser Müll ausleeren. Ja, das habe ich jetzt wieder erfolgreich versemmelt. Also irgendwie darauf müssen wir jetzt, ne? So. Da sind wir schon eher richtig, ne? Oder? Voll falsch. Darüber. Da so? Das schaut besser aus. Also doch darüber. Ja, schon. Eigentlich schon. Wäre schon. Ja, das habe ich jetzt. Ups. La la la. La la la. Hä? Nur von 1%? Signalstärke. Hoffentlich kann ich da bald wieder nach oben. Ui, ist da alles radioaktiv, ne? Kann ich da jetzt mal wieder rauf? Licht hilft wahrscheinlich auch nichts, ne? Häng ich wo fest? Hilfe! Ich sehe gar nichts. Hüpf. Hüpf. Warum müssen hier immer Klippen sein? Hüpf. 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 Sind wir jetzt bald wieder mal da draußen aus dem Wasser? Jawohl. Das schaut gut aus. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Jawohl, so schaut's gut aus. Jetzt sind wir auch gebadet. Mit Atom überströmt. Ich brauche dringend so ein Dingens. Wo bist du denn? Das war das, ne? Ja, bitte einmal. Ah, schon besser. Was essen? Und dann kann es schon weitergehen. Was? Also da vorne ist schon mal ein Plätzchen. Hui! Von der Gnädigen. Die sie geschändet hat. Na, nicht schon wieder durchs Wasser, echt? Man ist nicht wieder durchs Wasser, das hilft dir nichts. Auf Tauchstation, yeah. Ein Fischilein. Na, Fischi, Fischi. So. Herrschaftszeiten, sind wir es dann bald einmal da? Das kann ja nicht wahr sein. Hui. Ah, hui. Ah, hui. Ah, hopp. Hallo? Lalala, lalala, lalala. Weil ich möchte gerne. Also für den Fall, dass wir jetzt echt die Kinder des Atoms hier ausradieren müssen, komplett und vollständig. Ah, ich glaube, wir haben sie gefunden. Möchte ich gerne ihre Quest zumindest ein bisschen abschließen dürfen. Leuchtender Hain. Ketzerisches Plakat. Überreste aus einer Art Schild oder Banner.
Sieht aus, als würden einige Teile fehlen. Okay. Und nun zum anderen. Darüber. Da, endlich können wir da laufen. Ach, wie schön. Gebadet haben wir eh schon genug. Ist hier wieder so ein... Okay. Da wird schon wieder scharf geschossen. Oh. Wo? Wer? Au! Du Rindviech ist falsch gesagt. Du depperter Hirsch, du. Geht's nicht? Gut, ja. Danke. Ballern die auf uns? Ja, wenn ich doch nicht will und ich bin schon wieder überladen und das, ich wollte nicht überladen sein. Wer ist denn da schon wieder? Legendär ruchloser Fallensteller. Aha, sowas. Quatsch. Au. Da drüben irgendwo. Na, will die treffen. Schau dir das an. Würdest du es bitte mal abnippeln? Geht ja. Wo ist der nächste Gradler? Da irgendwo. Jawohl. Dann ist da hinten noch irgendwo etwas. Da. Der ist auch erledigt. Dann hätten wir nur noch diesen... Nur noch einen, ne? Hm? Buff? Wo wird geschossen? Hallo? Ja, greif nur an. Da ist irgendwas. Hallo? Wo ist er denn hin? Keine Ahnung. Verdammtes Überladensein. Echt, das reibt mir auf. Ich wollte nämlich, ja. Ich habe es nicht gedacht, dass ich jetzt wieder... Ich hatte besser gesagt gehofft, dass ich nicht angegriffen werde. Aber nein, wir werden angegriffen. Aber ja. Aha. Weil das sehr lustig ist, scheinbar. Wo ist er denn? Da, ne? Schau, voll erwischt. Haha. Cool. Und dieser legendäre. Warte mal, Edda. Kannst du noch irgendwas schleppen? Bitte, hey, sag ja. Was kann ich für dich tun? Schleppen, bitte. Mal an, was so haben. Ja, lauter Müll. Oder vieles davon. So. Arcadias Schild. Ja, genau. Das? Nein, sie kann nichts mehr tragen. Wie gemein. Dann muss ich das liegen lassen, was die da, ja, haben tun. Das ist aber nicht der Ernst. Die kann gar nichts mehr tragen. Die Edda auch nichts mehr. Gar nichts mehr. Das ist natürlich jetzt blöd. Habe ich irgendeine Kleidung, die ich wegschmeißen kann? Irgendein alter Fetzen? Theoretisch der da. Aber nicht so, ne? Das wenn geht nur so. So, jetzt müsste es gehen. Jetzt können wir wieder laufen. Super. Ich lasse das alles liegen. Es tut mir leid, dass das alles liegen bleibt. Aber ich kann nichts mehr. Es geht nicht mehr aus. Geht nicht mehr zum Schleppen. Ich wollte die Powerrüstung ursprünglich reparieren tun. Ja, bin ich ja auch super dazugekommen. Hat super hingehauen. Ja. Nicht. Leider nicht. Na, hüpp. Radiant Crest Shrine. Ja, da. Wake. Ketzerplakat. Wake Tech Station. Mit Adresse. Okay. Nehmen wir doch mit. Walkertuck Station. Walkertuck. Sie muss auf einem Lagerplatz sein. Wenigstens ist die Richtung klar. Jupp, das ist ja schon mal was.
Das heißt hier unten. Wir können uns hierher porten, das ist schön, sogar hier. Das heißt, ich hau jetzt ab. Ich hau jetzt ab nach Far Harbor. So, mir reicht's. Ich gehe jetzt reparieren und ausmisten den Dreck und dann gehen wir weiter. Ist ja nicht zum Aushalten, sowas. Jo. Ich denke, wenn wir das hier haben, tun. Schauen wir mal bei diesem Hohepriester vorbei. Und schauen auch gleich, ob noch die anderen etwas brauchen tun. Wie gesagt, schnell helfen und dann vernichten. So, so machen wir das. Falls wir es halt machen müssen. Ich hoffe immer noch, dass sich das Ganze irgendwie freundschaftlich und friedlich klären lässt, aber man darf ja nicht vergessen, wir haben es hier mit Menschen zu tun und unsere Spezies ist doch hier und da mal etwas aggressiver. Ja. So ist es. Was nehmen wir denn? Was haben wir denn weg? Den gesamten Schrott mal weg. Ist mir schon mal leichter ums Herz. Halt, nicht lecken. Da. Brav, Eda. Gib mir alles, was du hast. Na, erhöhen. Danke. So. Den gesamten Schrott mal weg. Und jetzt kommen die Waffis. So, weg. Ich glaube, die kann weg. Die und das. Und der Superhammer sowieso. Das Bleirohr. Was hatte ich denn? Die Planke. Das. Die zwei. Die. Ich denke, das auch. Das behalten wir. Das kommt weg. Das behalten wir. Das kommt weg. Die drei haben wir behalten, ne? Ja. Kleidung. Den Bademantel. Das. Die Melone. Das. Das. Die zwei und das. Die müssen wir behalten, leider. Wo die wahnsinnig viel Gewicht brauchen. Das ist echt doof, dass ich das nicht wegtun kann. Ich muss jetzt wirklich dann einmal nach dieser Aufnahmesession von wieder 5 Parts, wenn es funktioniert, muss ich mir mal schlau machen, was man eigentlich mit diesen depperten Dingens da machen kann. Das muss noch irgendwie nach Nuka-Cola, denke ich mal. Also Nuka-Cola-Welt. Hinein dazu gehören irgendwie so. Ich habe den Questgeber nicht gefunden. Ich hoffe, ich habe ihn nicht erschossen. Ja. Weil dann werde ich das nicht mehr los. Außer ich lasse es jemand Bestimmten tragen. Das könnte ich auch noch probieren. So, das kommt rein. Das und das und das und dieses. Gegrillt. Das, dieses, jenes. Das kommt weg, das kommt weg. Das auch. Mutanten Hundefleisch, die Keulen bleiben. Das bleibt auch alles, obwohl ich das ehrlich gesagt... Jawohl, na lass mal. Nein, doch. Lass mal das. Lass mal das. Das kommt weg und das kommt weg und das kommt auch weg und das kommt auch weg und das und dieses und jenes und das und das auch. Und die Zuckerbomben kommen auch weg. So. Huch, jetzt ist mir schon leichter ums Herz. Dann diverses, Munition, Inventar, besser wird's nicht. Na. Jetzt müssen wir uns wieder ausziehen. Huch, ich hab. Warte. Huch, warum habe ich da nichts an? Wo ist denn mein Flanell-Dingens? Das habe ich weggetan jetzt, ne? Ach, bin so schlau. Moment, das haben wir gleich. Ups. Da habe ich eins zu viel weggetan. Das war, aber das wollte ich nicht. Warte, ich repariere mal schnell. Ja, super. Ein Höschenblitzer im Spiel. Sehr schön. Ups, Entschuldigung. Nanu, bist du... Der ist total... Okay. Kauf meine Waffe. Aluminium fehlt uns zum Reparieren. Das ist jetzt aber beschissen. Ups, Entschuldigung bitte. Entschuldigung, das wollte ich so nicht. Also, bitte, ich hätte gern mein Flanell-Geschichtel zurück. Da. Das bitte. Ja. Danke. Na, nicht so. Lass gut sein. Raus hier. Ja. Danke, Edda, für den Sichtschutz. So. Und anziehen. Wo ist es denn? Da.
So, Entschuldigung nochmal, war keine böse Absicht. Warum haben wir kein Aluminium mehr? Das ist ja interessant. Muss ich jetzt gerade welches zukaufen oder was? Warte mal. Boah, lass mich mal vorbei, Powerrüstung. Ich bin überladen, echt jetzt. Boah. Sind wir im Geschäft? Ich hoffe, was hast du da? Zeig mal, was du da hast. Beeil dich. Der ist immer so unfreundlich, dieser Gradler. Hast du irgendwas mit Alu oder so? Den Rest kannst du nämlich, weißt du. Wir können die Waffen versuchen zu zerlegen. Ist da Aluminium dabei? Ich hab keine Ahnung. Karotte. Mhm. Ich glaube, der hat auch nichts, was uns helfen könnte. Der hat nur Waffen, ne? Naja. Tschüss. Vielleicht der Sünd hier. Boah, es reibt mir gerade auf, dass wir nur normal gehen dürfen. Hallo. Brooks. Psst. Suchst du ein Schnäppchen? Was ist deine Geschichte? Was ist deine Geschichte? Ich will nur ein paar Kronkorken verdienen. Apropos, willst du was kaufen? Was hast du denn? Handeln wir. Na klar. Da wiegt gerade ein Stück Fleisch ab, ne? Ah, da können wir Bech, wollte ich sagen. Da können wir Glück haben. Das scheint Aluminium. Ja, Aluminiumtöschen. So, noch mehr, noch mehr, mehr, mehr. Bitte. Warte. Machen wir es uns einfacher. Schrott da. So, ist besser. Alu, 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 Alu. Wo ist Alu? Beton ist mir momentan wurscht. Brauche ich nicht Kupfer, Stahl, Kleber? Nein. Oder hat er vielleicht gar kein Aluminium mehr? Nur diese eine Dose. Das wäre jetzt aber natürlich schlecht. Jupp, mehr hat er nicht. Warte. Okay. Danke. Das ist jetzt eine blöde Geschichte. Eine sehr blöde Geschichte. Ich habe echt gedacht, wir hätten mehr von dem Zeug. Gut, merkst du jetzt an mich selber. Unbedingt schauen, dass ich viel mehr. Na, nicht einsteigen, ich wollte reparieren, Mädel. Ach Gottchen. Wenigstens das eine kaputte Bein wollte ich reparieren, aber ich glaube, geht's nicht aus, ne? Dafür haben wir einfach viel zu wenig von dem Zeug. Ich muss Sachen loswerden, es geht nicht anders. Ich werde das dabei einlagern müssen. Ich brauche echt, ich muss leichter werden. Ich muss leichter werden. Ja. Das nervt halt irrsinnigst. Das kommt auch weg. Zum Teil muss hier was gefuttert werden. Ach, sonst habe ich nichts. Bin eigentlich eh nicht so schwer. So, auf jeden Fall wieder Porten. Und zwar darüber drüber. Ich hoffe, ich kriege hier viel Aluminium. Weil hätte ich echt nicht gedacht, dass das ausgeht. Wirklich nicht. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich habe echt gedacht, wir haben unglaublich viel von dem Klumpert. Nö, haben wir nicht. Im Commonwealth sicher, aber nicht da. Schlecht. Muss ich mehr auf Dosen achten und hoffen, dass dort Aluminium dabei ist. So, lade bitte. Danke. Schönes Wetter nach wie vor. Atom ist mit uns, wie schön. Hoi, Reka. Moment. Entführung bei Kind fehlgeschlagen. Och komm. Ich habe gedacht, habe ich ewig Zeit für sowas. Nein, habe ich nicht. Scheiße. Laden und zurück und nach Kindergrippe porten. Das zuerst machen. Ist jetzt totales Kudelmudel eigentlich.
Totales Kudelmudel. Vielleicht geht's ja noch. Ich schau mal. Wartet kurz, bitte. Ich will das jetzt nicht kaputt machen, ehrlich gesagt. Die Kindergrippe hat eh schon so wenig Aufmerksamkeit von mir bekommen. Damit wir das halt vorziehen, okay. Gut, dann hat man nicht allzu viel Zeit mit diesen Siedler-Zeugs. Das ist wieder doof eigentlich. Du wirst eigentlich nie fertig. Außer, wir geben die Quest einfach nicht ab. Bei Preston, da kriegen wir auch keine neue. Das könnte ich versuchen. Aber es ist halt, die Verlockung ist zu groß. So, bitte laden. Danke. Einsteigen. Ach ja, ich würde vergessen, mich anzukleiden. Ist eh wurscht momentan. Entschuldigung. Mache ich dann später. So. Ist eh viel zu warm in der Rüstung da drin. Viel zu warm. So. Ist wahrscheinlich jetzt gar nicht möglich, ne? In der Power-Rüstung, dass ich das jetzt mache. Wahrscheinlich wieder mal. Würde mich jetzt gar nicht wundern. Wo ist es denn? Da. So. Natürlich! In der Power-Rüstung kann ich das nicht anziehen. Nein, nein! Dann machen wir halt nochmal einen Höschenblitzer. Hui! So. Jetzt aber. Kruze Türken. So. Weil sie auch immer das, was sie anhat, weggibt. Ist logisch, ne? Wir geben unser letztes Hemd fürs Inventar, für den Lagerplatz. So ist richtig. Da. Jetzt aber. Und abhauen. Schnell, komm. Commonwealth? Ja. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu spät, aber ich fürchte schon. Da muss ich noch ziemlich weit zurück, aber das will ich auch nicht. So, mit ein bisschen Glück kriege ich das jetzt noch hin, aber ich fürchte, es wird zeitlich sich nicht mehr ausgehen. Na komm, komm, komm. So, wo ist jetzt diese Kindergrippe? So, weg, weg, weg. Da, Entführung. Karte. Sprich mit den Siedlern. Komm. Ja. Yeah. Da haben wir leider nicht ewig Zeit. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich gern die Insel des Nebels fertig gemacht hätte. Aber ja. Also ich stehe eh schon so schlecht da beim Preston. Wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber ja. Fehlgeschlagen. Weißt was? Mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh, alles tut weh. Weißt was? Leg mich am Arsch. So, jetzt habe ich es gesagt. Ich gehe wieder zurück. Laden. Soll mir doch einen Buckel runterrutschen. Echt wahr. So. Bestätigen. Rutschen die mir doch den Buckel runter und fertig. Das ladet sich hier wesentlich schneller, als wenn ich jetzt nochmal zurück zu der Insel dann mich hinbord und dann nochmal. Machen wir gleich so und fertig. Arschköpfer. Köpfer. Jawohl. Arschköpfe. Kruze Türken. Okay, was für ein Kack. Ist halt verhaut, kann ich nichts machen. Pech gehabt. So. Habe ich zu lange gewartet. Dann machen wir halt frisch fröhlich hier bei der Insel weiter und gut ist. Lädst du bitte? Schneller. So um das Dreifache, bitte. Ba 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 ba. Der gute Wille war da. So. Sind wir jetzt endlich. Ja, warte. Habe ich jetzt meine Sachen an? Oder bin ich immer noch? Waffen, Munition und Souvenirs. Na, anzieh noch. Super, echt. Ich weiß nie, wann es wo speichern tut, der Dreck. Also noch einmal, alle guten Dinge sind 20. Bitte zieh den Dreck jetzt endlich mal an. Achso, ja, das will sie so nicht, natürlich. Das muss alles immer extra gemacht werden, weil das geht so nicht, dass man das in einem macht. So, ja, lecker rum, hast du recht. So ein Dreck. So, rein da und weiter geht's. Na echt. So ein Dreck. So. Das ist reine Zeitverschwendung. Komplette reine Zeitverschwendung. Das ärgert mich wieder, aber so ist. Hinborden und weiter geht's. So. Wir haben jetzt noch 10 Minuten. In den 10 Minuten muss ich was zusammenbringen, weil sonst war der Part voll Gas. Umsonst. Bis auf die Höschenblitzer, ich weiß. Ja.
So, bitte lade. Danke. So, nochmal. Also hier hin. Hoi, Reka. Batsch. Mit Preston sprechen, obwohl wir es verhaut haben. Na toll, wem können wir denn anschießen auch noch? Ach so war das, ja. Brumm, brumm, brumm. Wo ist jetzt die eine? Da lang, okay. Heureka! Okay, das ist nur ein seichter Fluss. Ein Bach. So, können wir da hier irgendwie hoch? Wieder mal. Oh, das hat geklappt. Da haben wir ein Häuschen und ich glaube, da ist sie auch. Untersuche den Campingplatz. Okay. Hallöchen. Frau Ketzerin, wo du sein? Alles vernagelt. Hui. Ja, da vielleicht? Hallo. Bügeleisen nehmen wir gerne mit. Ein Gewehr. Ja, ein paar Trönchen. Nehmen wir auch mit. Was ist das? Gwyneths Tagebuch. Hör dir das Holoband an. Okay. Das heißt, sie ist abgehauen. Was eh das Schlaueste wäre. Was zum Teufel? Hallo, hallo. Du Drecksviech, du Elendigs. Was haben wir denn da? Durchschlagend, 44er Pistole. Ignoriert 30% des Schadens und Energieresistenz des Gegners. Boah, das ist aber nicht schlecht. Boah, da ist noch so ein Köder. Du Kackviech. Noch einer. Sind wir es jetzt bald? Er hört sowas. So. Dann Whiskyflasche. Was haben wir da noch Schönes? Kaputte Lampe. Kuchen, das nehmen wir auch mit. Kartoffelchips. Boah, die wären jetzt auch fein. Ein Strohkissen. Günstiger Wunderkleber. Wahrscheinlich geschnüffelt dran. So. Schnüffel, schnüffel. Strohkissen. Da auch noch eins. So. Hoffentlich hat sie vom zu Bett gehen immer ein Sofa oder so vor die Tür gesperrt. Sonst werden hier lauter Viecher reingekommen. So wie die drei Herrschaften da. Was haben wir da? Aluminiumdose. Juhu. Aluminiumdose. Wie schön. Noch eine. Ha, sehr gut. Noch eine? Na, Blech. Aber wenigstens zwei von denen haben wir schon mal. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das war's auch schon, ne? Mehr Dosen? Nein. Gut. Wo ist denn die gnädige Frau hin verschwunden? Hallo? Müssen wir das schon abgeben? Ketzerin. Achso, Trottel. Ich muss es da... Nein, falscher Knopf. Ich muss das Tagebuch-Dings da anhören. Das ist bei den Taten. Na, beim Inventar. So. Hilfsmittel diverses. Ach. Wie hieß das schnell? Gwyneths Tagebuch. Gwyneths Tagebuch. Mit G. Gwyneth. Da. Hör mal. Die Nachrichten hängen. Ich weiß, dass mich das Leben kosten könnte, aber die Kinder müssen es wissen. Ich blätterte durch ein Vorkriegsbuch. Da sah ich es. Das Atom. Ein winziger Punkt aus Materie, umgeben von endloser Tiefe. Die große Leere, die in uns allen wohnt. Das hat meine Gefühle bestätigt. Die Wahrheit, die niemand erfahren sollte. Die Lüge namens Atom.
Das ist nicht real. Wir sind keine unendlichen Welten. Nur leerer Raum. Tot. Kalt. Dass wir das nicht sind. Der Beichtvater wird über meine Nachrichten nicht erfreut sein. Aber ich habe keine Angst. Ich werde mein Zeug in die alte Kirche an der westlichen Zufahrtsstraße bringen, falls sie sich mir anschließen wollen. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist, sie vor Atoms Lügen zu retten. Mhm. Untersuche die Kirche. Dann gehen wir zur Kirche. So. Ah, die ist da. Das ist aber praktisch. Die ist nicht weit weg. Aber sonderlich schlau ist das Mädel da jetzt auch nicht. Ich hoffe nur, dass wir ihr Leben retten können, weil, ja, Atom ist nicht gesund. Ach, ist immer noch unfassbar, dass ich wirklich einen Schluck von diesem radioaktiv verseuchten Wasser genommen habe. Also alle Tassen im Schrank habe ich auch nicht. Definitiv nicht. So, wie komme ich da jetzt rein? Ein Atom. Nur das Nichts. Das Nichts ist endlos, unsterblich, ohne Furcht oder Reue. Was zum Teufel? Der trampelte. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt ein Behemoth. Alter Schalter, du Gratlerviech. Hallo Mädel. Schwester Gwyneth. Halt! Das ist ein heiliger Ort. Was willst du hier? Suchst du die Wahrheit des Nichts? Wahrheit des Nichts. Du hast Atom verraten. Kinder des Atoms wollen dich tot sehen. Stirb, Ketzer. Bitte was? Die Wahrheit des Nichts? Was bedeutet das? Wenn du es wirklich hören willst, dann werde ich es dir sagen. Die Kinder des Atoms wurden von Marten getäuscht, von Tektis. Das alles ist eine verlogene Heilsbotschaft. Sie wollen nicht, dass jemand erfährt, dass Atom nur ein winziger Fleck im Nichts ist. Das Nichts ist die wahre Natur der Existenz. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ein riesiges, leeres Nichts, wie ein Nachthimmel ohne Sterne. Ich weiß, dass es schwer zu akzeptieren ist, aber du musst es genauso tun wie die anderen. Sie haben es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Das Gesehene missverstanden. Das geht so nicht weiter. Noch nicht zu spät. Du hast Angst bekommen. Das Ganze missverstanden? Was, wenn du das Gesehene missverstanden und überreagiert hast? Glaubst du wirklich, dass sich alle außer dir über Atom irren? Ich kann da jetzt nicht drüber nachdenken. Ich bin so weit vom Weg abgekommen. Ich wage es nicht, zurückzuschauen. Kehre zum Nebelois zurück. Verlasse die Insel. Ich wäre auch dafür, dass sie abhaut. Vermisst du deine Brüder und Schwestern im Nukleus? Schwester Gwyneth angreifen. Da wird man mehr Punkte kriegen, ne? Du Glaube und Zweifel haben dich geblendet, Schwester. Aber tief im Herzen glaubst du eigentlich nicht daran. Geblendet durch Angst und Zweifel? Ich kann nicht leugnen, dass dem so ist. Wie konnte ich nur so dumm sein? Ich war ein Kind des Atoms, eine Auserwählte. Ich muss die anderen um Vergebung bitten. Bitte sag Richter, dass ich bald zurückkehre. Ich werde meine gerechte Strafe akzeptieren. Jo, so geht's auch. Normal hätte ich müssen dafür sorgen, dass sie abhaut. Ich weiß. Jo. Und der Part ist ja auch wieder zu Ende. Na, wenigstens sowas haben wir halt. Sowas hab ich mal irgendwie hinbekommen. Ist ja schon mal was. Wo geht's denn hier hin? Zum Turm rauf, ne? Ist da irgendwas? Ja, ein Safe-Line. Dann machen wir dich mal auf. Das bricht echt nimmer. Cool. Oh doch, er bricht. Ach, habe ich nicht geskillt, ich Depp, ne? Das war jetzt ja Fusionskern. Fusionskern. Na, ja, sag einmal. Geht ja. Graffel. So. Herr mit dem ganzen Zeug. Aber jo, irgendwie schon. Da, ba, da, ba, ba, ba.
Das, der ist auch versperrt? Ja, warum nicht? Na, ja, brich ab, hast eh recht. Ja. Steampack. Zwei Steampacks verschlossen. Einfach so eingesperrt. Ja. Ich befreie dich, Steampack. Halt. Da. So lala. So lala. Was haben wir da? Nix. Ich brauche Licht, fällt mir gerade ein. Entschuldigung. Was haben wir da oben? Da ist wahrscheinlich der Turm des Ganzen. Ja, ein Scharfschützengewehr. Ein überfälliges Büchelein. Ein bisschen Grolumpert, Papa Trönchens. Und dann sind wir hier auch schon fertig. Gut. Ich würde sagen, wir beenden den Part hier und werden im nächsten zurück zu den Kindern des Atoms kehren und mit diesem Hohepriester auch mal versuchen zu quatschen, überhaupt ihn zu finden. Ja. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!